Servus miteinander. Hi. Ich werde euch etwas mal über den Kindertraum von mir erzählen, der in Erfüllung gegangen ist. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Und zwar, um was handelt es sich? Es handelt sich um dieses Gerät hier, DDJ-RZX. Was kann er? Er kann Audio und Video mixen. Klar, ich weiß, jetzt werden viele natürlich sagen, boah, das gibt es doch schon seit Jahren. Nein, das gibt es nicht seit Jahren. Es gab mal dieses Denon-Gerät, das ist dann irgendwie verschwunden. Dann gab es auch von Pioneer, gab es ein Videomix-Gerät, aber das ist wie wenn du sagst, hey, ich spiele Computer und dann sagst du, ich spiele Atari. Das heißt, du hast irgendwelche Figürchen, irgendwelche Würfel, die sich so bewegen, als würden sie etwas tun und so weiter. Nein, das ist wirklich was ganz anderes. Warum ein Kindertraum auch? Ich komme aus der Breakdance- und Hip-Hop-Szene. Das heißt, ich habe natürlich wie alle Breaker irgendwo mal in der Fußgängerzone getanzt. Später war ich auf größeren Bühnen unterwegs. Ich war als Frontman von einem Act unterwegs, habe Veranstaltungen organisiert. Also war einfach in dieser Branche tätig. Und das ist etwas, wo ich sage, hey, das hat einfach gefehlt. Ich habe nicht so jung war im Club unterwegs, da warst du ja noch so schüchtern und hast doch niemanden angesprochen oder irgendwie so. Mache ich heute auch noch nicht, aber da warst du so, du hast mehr beobachtet. Ich bin auch so mehr, ich beobachte und schaue, wie kann man etwas besser optimieren und so weiter. Und dann habe ich mir vorgestellt, hey, überleg dir mal, du hast einen riesen Fernseher zu deiner linken Seite, zu deiner rechten Seite und hinter mir nochmal so einen riesen Fernseher. Und vorne ist der DJ und wir sind hier in der Mitte und wir rocken und tanzen und die ganze Atmosphäre von den Videoclips kommt rüber und der DJ mixt die Musik, das muss irgendwie gehen, ich weiß es noch nicht wie und so weiter. Das habe ich mir damals so gedacht, ja, 25 Jahre, 30 Jahre später, siehe da, steht das Ding hier. Es ist tatsächlich möglich und zwar alles, was du Audio mixen tust, tut er visuell dementsprechend übertragen. Das bedeutet, wenn du Scratchen tust, dann macht die Person, die gerade auf dem Bild ist, ist egal, wer das jetzt gerade ist, dann macht er, dann macht er die Bewegung mit. Setzt du einen Loop, setzt er den Loop mit. Visuell gesehen. Du hast verschiedene Übergänge, verschiedene Effekte. Also wir reden jetzt nur über visuelle Effekte. Die Ding-Effekte kennt ihr ja alle, die Audio-Effekte. Von mir aus hier Filter, Jet, Dubjet, Space, Crush, Pitch und. Hier hast du verschiedene Möglichkeiten, noch selber welche zu optimieren und zu kreieren. Also ist alles vorhanden. Sirenen und. Aber das macht er visuell mit. Du hast Stroboskope, du hast wirklich einen Haufen an Effekten. Das Beste ist, ihr werdet nachher ein Video sehen, wo ich live mixe. Ich habe zwei Perspektiven extra aufgenommen, damit ihr seht, hey, der Mann mixt live. Also diese visuellen Effekte, die da passieren, die passieren live und dazu seht ihr, welche Tasten ich drehe und welche Tasten ich drücke und so weiter. Also viel Spaß beim Video. Wenn ihr buchen wollt, werdet ihr meine Kontakte finden irgendwo unter dem Video. Da schaut ihr einfach mal nach und ich muss dann sehen, ob ihr einen dementsprechenden Club habt mit der dementsprechenden Ausstattung in Form von Bildschirmen, ob der vorne einen Splitter am DJ-Pult hat, ist kein großes Problem, aber damit das Ganze wirklich gut rüberkommt, müsst ihr das einfach im Club haben. Je mehr Bildschirme, desto besser. Es ist einfach so, stellt euch vor, kennt ihr Räume, wo ihr Spiegel einbaut, jetzt baut ihr aber keine Spiegel ein, die sind ja dann viel größer. Jetzt baut ihr keine Spiegel ein, ihr baut quasi Spiegel ein, die reflektieren eine Atmosphäre. Das werdet ihr an den Videoclips sehen, meistens sind es dann Original-Videoclips, die ich dann geremixt habe, wo ihr dann irgendwelche Festivals seht. Ihr seht einfach Partystimmung. Das muss auch dementsprechend so rüberkommen an dem Abend. Okay, also viel Spaß und man sieht sich. Bis dann. Ciao. You had your reasons, you had a few. You know.
jetzt ab. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la 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 la. François, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, y William, me gusta. Freeze. Lo DJ no miente, le gusta a mi gente. Y eso se fue muy. Freeze. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blanco. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y los sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. Oh,
We'll be right back.